und zwei und drei und vier. Gib ihm Saures dem Klavier. Dieser alte Klimperkasten mit den scheußlich vielen Tasten. Donald Duck gefällt er gut und bringt dieses Ding in Wut. Müssen, was wir gar nicht lieben, täglich eine Stunde üben. Du warst recht nochmal den Lauf. Fester, Jungs, haut fester drauf. Einmal üben wir zwei, drei diesen Kasten schon in zwei. Jetzt habe ich mir den Finger verstaucht. Ich kann nicht mehr üben. Ha, faule Ausrede. Damit kommst du bei Onkel Donald nicht durch. Fester draufhauen kann ich nicht mehr. Onkel Donald kommt an die Tasten, Jungs. Sonst gibt es Krach, wenn wir nicht üben. Ha, klingt fabelhaft, Jungs. Einfach großartig. Ihr holt wirklich was raus aus dem alten Möbel. Tut mir enorm leid für euch, dass wir uns von dem Klavier trennen müssen. Was? 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 Sagtest du trennen müssen, Onkel Donald? Hurra! Wo wir doch so rasend gerne üben. Klavierüben ist geradezu unserer Lieblingsbeschäftigung. Weiß ich, Jungs, weiß ich. Aber die anderen Hausbewohner haben sich beschwert. Das ist wirklich ein harter Schlag für uns, Onkel Donald. Aber dann wollen wir uns den Abschied nicht ohne dich schwer machen. Los, Jungs! Ja, los! Wo wollt ihr denn hin mit dem Klavier? Verkaufen. Wir kriegen bestimmt eine Menge Geld dafür. Ach, es ist ein Jammer, dass uns Tante Daisy von ihren 26 Klavieren ausgerechnet den alten Klimperkasten da geschenkt hat. Sie hätte uns mal ihr Spezialklavier schenken sollen. Das ist eine Sonderanfertigung mit synchronisierten Tasten und eingebauten Schalldämpfer. Da gibt's jetzt keine Beschwerden im Haus. Wir bringen es zwar kaum übers Herz, Onkel Donald. Aber was sein muss, das muss sein. Ab durch die Mitte mit dem alten Klimperkasten. Sehr vernünftige Kinder haben fabelhafte Haltung bewahrt. Was? Hätte gar nicht gedacht, dass sie so vernünftig sind. Eins, zwei, drei ist das vom uns. Überall sind wir jetzt los. Drei und vier, das nennt man Glück. Auf geht's, mit dem guten Schritt. Wozu hat ein Klavier Räder? Setzt euch drauf, ich schieb an, dann geht's mit 80 Sachen hier den Berg runter. Eine prächtige Idee. Alles klar zum Start? Klar zum Start. Auf die Plätze, fertig, los. Quack, 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 quack. Ganz schön Zahn haben wir drauf. Achtung, Wildwechsel. Quatsch, Schlaglöcher. Ah, gleich fliegen wir, freie Fahrt davon. Hast du gedacht, das ist keine Verkehrsampel, sondern ein Baum? Bremsen! 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 Oh, verdammt verkehrsunsicheres Fahrzeug, so ein Klavier hätte ich gar nicht gedacht. Junge, Junge, das wäre um ein Haar schief gegangen. Bravissimo, ihr seid ja die geborenen Rennfahrer. Sowas von einer tollen Kurventechnik habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Warum kauft euch euer Onkel Donald nicht ein Auto? Quack, sind Sie nicht der alte Wolf? Quack. Ganz recht, mein Sohn, der alte Wolf. Deshalb hat uns Onkel Donald ja losgeschickt. Holt für das Klavier eine ordentliche Stange Geld raus, hat er gesagt, und kauft dafür einen schnittigen Wagen, stimmt's? Genau das hat er gesagt. Famos, liebe Freunde, das trifft sich ganz famos. Dort drüben steht mein Auto. Wie wär's? Wollen wir tauschen? Tauschen? Klavier gegen Auto? Ja, das ist doch wohl ein Angebot. Ich habe nämlich beschlossen, mich der Kunst zu widmen. In ganz Disneyland sagt man mir immer wieder, was ich für eine fantastische Stimme habe. Und es wäre ein Jammer, dass ich nicht mal ein Konzert gebe. Soll ich euch mal was vorsingen? Ja.
mit der Stimme holen Sie noch die letzte schwerhörige Maus aus Ihrem Loch. Quack, quack, quack. Was meint ihr, Jungs? Wollen wir das Geschäft machen? Klar. Ist geritzt. Dann schlagt ein. Quack. Ich gratuliere. Da habt ihr wirklich ein großartiges Geschäft gemacht. Setzen Sie sich auf das Klavier. Wir schieben an. Das gehört zum Kundendienst. Hier geht's nämlich noch eine ganze Weile bergab. Sitzen Sie gut! Prächtig, ganz prächtig! Hau! Hau! Ha! Nun lasst mich gefälligst nicht allein schieben! Hau! Hau! Ruck! Gute Fahrt! Und denken Sie daran! Fahre mit Kopf, du hast nur einen! Wo ist denn da die Bremse? Wo ist die Bremse? Was wollte er noch? Keine Ahnung, habe ich nicht verstanden. Wird nicht so wichtig gewesen sein. Wollen wir mal zu unserem neuen Auto? Dort drüben steht's, komm! Oh, sieht aus wie ein Haifisch mit Blechkorsett. Sogar ein Auspuff ist dran. Schnieke! Steigt ein, Jungs. Ich fahre euch ein Stück. Junge, ist das eine Polsterung? Sitzt ihr fest? Jetzt geht's los. Scheint ein bisschen kalt zu sein. Nicht so schnell, Trick! Wir sind doch keine Rakete! Festhalten, Jungs, es kommt eine Kurve! Na, warum bremst du denn nicht? Bremsen, bremsen! Ich hab gedacht, du kannst Auto fahren! Lass mich doch erstmal in Ruhe ein bisschen üben! In einer Stunde kann ich's perfekt! Der hat ja keine Ahnung! Vorsicht! Vorsicht, ein Telegrafenmast! Jungs, es ist doch kein Grund zur Aufregung! Wir fahren einfach so lange im Kreis, bis das Benzin alle ist! Ich bin total fertig. Mein Kopf brummt. Junge, war das eine Fahrt. Wuff! Hallo, Goofy. Das ist aber mächtig nett von euch, dass ihr mir meinen Wagen wiederbringt. Oh, endlich habe ich ihn wieder. Deinen Wagen? Klar, heute früh wurde er mir gestohlen. Ich war schon wuff bei der Polizei und hab's angezeigt. Er wurde dir gestohlen? Ja, von diesem Gauner, diesem alten Wolf. Aber sie haben ihn inzwischen. Der ist mit einem Klavier gegen einen Baum geknallt und liegt jetzt im Krankenhaus. Und das Klavier? Kleinholz. Jungs, das werde ich euch nie vergessen. Ihr kriegt auch noch eine anständige Belohnung. Bloß jetzt muss ich ganz eilig weg. Lasst mich doch mal ans Steuer. Nanu ist wohl kein Benzin mehr im Tank. Macht nichts, ich schalte eben auf Reserve. Ja, tschüss, Jungs. Vielen Dank nochmals. Die Belohnung kommt dann. Später. Also, da bleibt dir doch die ganze Spucke weg. Hat uns der Wolf, der alte Gauner, reingelegt, eine Gemeinheit, uns ein gestohlenes Auto für unser gutes Klavier anzudrehen. Wir sind die Lackierten. Was waren wir so dumm? Die Angeschmierten. Den Kerl bring ich um. Wir sind... Alles los! Da stehen wir! Was nun? Was sollen wir denn bloß? Was sollen wir denn bloß? Was sollen wir denn bloß jetzt tun? Freunde, wir sind zu Hause angelangt. Geh du vor. Warum denn gerade ich? Geh doch du. Zieht die Hosenboden fester, Kameraden. Ich läute. Quack, 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 quack. Onkel Donald. Hey, Jungs. Quack, quack. Da seid ihr ja wieder. Quack, 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 quack. Das tut mir leid. Ihr müsst gleich noch mal los.
Tante Desi hat telefoniert. War ein scheußliches Versehen, das Ganze. Das alte Klavier sollten nicht wir kriegen, sondern der alte Wolf. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Wir haben sowas geahnt, Onkel Donald. Stimmt's, Jungs? Kann den Burschen zwar nicht riechen, verstehe auch Tante Desi nicht, aber gerade deshalb wäre es mir recht, wenn ihr ihm den alten Klimperkasten gleich bringt. Schon erledigt, Onkel Donald. Er hat's schon zu Kleinhals verarbeitet. Das sieht ihm ähnlich, diesen Dummkopf. Moment, sagtet ihr zu... Zu Kleinholz? Also das war so. Wenn ihr recht ist, hat dir irgendjemand für heute noch Dresche prophezeit, mein Kleiner. Könnte passieren, dass die Prophezeiung noch wahr wird. Ich verstehe zwar kein Wort, aber nun kommt mal, Jungs. Ich habe eine riesen Überraschung für euch. Geht mal ins Zimmer und seht, was dort steht. Eine Überraschung? Im Zimmer? Kommt! Ich werd verrückt. Das Spezialklavier. Von Tante Desi. Das schenkt sie uns. Was sagt ihr denn jetzt? Jetzt sagen wir gar nichts mehr. Also nun legt schon mal los. Ich will bloß rasch Tante Desi anrufen, dass alles in Ordnung ist. Jetzt geht diese Überei wieder los. Sowas gehört verboten. Ich gehe zum Tierschutzverein. Guck bloß, die vielen Hebel und Knöpfe, die dieses Stinktier von einem Klavier hat. Gibt's denn keinen Knopf, auf den man drücken kann, wenn man den Kasten in die Luft sprengen will? Tatsächlich, hier scheint was derartiges zu sein. Da ist ein Knopf, auf dem steht, ich habe es satt. Drücken, rasch drücken und volle Deckung. Volle Deckung. Doch der Hund in der Pfanne verrückt. Das spielt und zwar ganz von allein. Der Hebel schaltet es auf elektrisch um. Junge, das ist ja die Masche. Ein Klavier, das auch elektrisch spielt. Dann sind wir ja gerettet. Onkel Donald kommt. Bloß nichts von dem Knopf sagen. Wir tun, als ob wir spielen. Jungs, ach, das klingt ja ganz enorm, großartig, fabelhaft. Ach, ich hab's ja gleich gewusst, wenn ihr das Spezialklavier unter die Finger kriegt, aus dem werdet ihr erst was rausholen.